Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Android. Neue Spielevorstellungen. Ja, diesmal haben wir wieder eine ganz schöne Latte hier an Spielen. Dann fangen wir einfach mal vorne an. Idle Monster Defense. Ja, das sind diese Idle Games. Tap Slay Monsters. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Collect Equipment. Das hatten wir schon gehabt. So, einfaches Klicken, einfaches Upgrade, Strategie versus dumm, wunderschöne Fähigkeiten, meisterhafte Fingerspitzen, Idle Monster Defense, ein entspanntes und rhythmisches RPG-Spiel, das Spaß macht. So, ja, unten verlinkt, wenn es euch interessiert. Dann haben wir hier Renegade Racing. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das sieht nach einer Menge Action aus. Ich glaube, das könnte ganz witzig sein. Oh mein Gott. Ich glaube, das macht Spaß. Renegade Racing. Hier auch wieder gegen mehrere Leute. So, gucken wir uns auch hier mal ein paar Bilder noch dazu an. Ja, das sieht doch mal irgendwie cool aus, ne? Ja, geil. Okay. Jo, auch wieder unten verlinkt. Celestial Fate. Ein Fantasy. MMORPG 3D-Version basiert auf einem chinesischen oder einer chinesischen Saga. Ja, lass uns doch einfach mal hier kurz ein paar Bilder anschauen. Das ist wahrscheinlich eher was für die Mädels unter euch. So wie man das sieht, Define Yourself, Ever-Changing Fairy. Okay, aber die Grafik sieht schon nice aus, wenn man das hier sieht, ne? Sieht schon cool aus. Build a Home of Dream. Ja. Also für die Mädels unter euch, wen es interessiert, hat auch ganz gute Bewertung, 4,1. Ja, einfach mal reinschauen unten in die Bewertung. Dann haben wir hier was total Verrücktes. Dirty Riddles. So, und da werden Fragen gestellt und ihr könnt ja gerne mal eure Antworten unten in die Kommentare schreiben. Ich gebe da mal jetzt keine Antwort dazu. Ramba has big, Simran has small. Girls have, boys don't. Also Ramba hat große, Simran hat kleine. Mädchen haben's, Jungen haben's nicht. So, und dann müsste man das da ausfüllen. Könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr da ausfüllen würdet. Dann haben wir: Some people prefer to be on top, rest prefer to lie at the bottom. It always involves a bed. What am I? Also, manche Leute mögen gerne oben auf sein, andere mögen gerne unten liegen. Und es dreht sich immer um ein Bett. Was bin ich? Auch da könnt ihr gerne mal unten, also vor allem wenn ich die Buchstaben hier sehe, dann, also es bietet sich ja schon was an, aber das wird nicht die Antwort sein. Es wäre auf jeden Fall, also ich glaube, das hier müssten wir echt mal ausprobieren. So. Dann Lollipop, Level 43. Free Reward Daily, come back tomorrow. Komm, ach, gibt's denn wieder neue oder was? Es wäre, glaube ich, echt eine ganz coole Idee für unseren Kanal. Ich glaube, das werde ich mit Herrn sofort und euch machen. Definitiv. Eine coole und witzige Idee. Unten verlinkt. So, dann haben wir hier, was ist das?
Das ist irgendwie was Asiatisches, kann ich auch nicht so wirklich erkennen. Also irgendwie, das kann ich auch gleich mal wegklicken. So, Skyland Defense. Schauen wir uns auch das mal an. Das erinnert mich so, wenn ich das sehe, so ein klein wenig an ein Spiel damals. Das nannte sich War Monger oder Populous. Habe ich früher mega gerne gespielt. Schon ewiglich lange her. Aber auch hier, Win the Battle from Variety Skin, Kinds of Island. Könnte eventuell auch interessant sein. Weiß ich nicht. Jo. So, dann machen wir mal weiter. Mit dem nächsten. Also hier jetzt erstmal gehen wir da raus, da gucken wir uns nochmal ein paar Bilder davon an, wie das aussieht. Collect Artifacts to upgrade Strength, Form an Army. Strategic Position könnte eventuell interessant sein für den einen oder anderen von euch. So, dann haben wir hier etwas, ja. Für auch mal kein Spiel. Hier geht es darum, wenn einer Angst vor irgendwas hat. Eine App, mit der man Ängste loswerden soll. What do you need help with? Angst. So, Panikattacken. Sorgen. Ja, und hier, dass das Hirn mal ein bisschen arbeitet. Insomnia, das ist die Schlaflosigkeit. Keine Ahnung. Ob das in irgendeiner Form was bringt, ich weiß nicht. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Ich hatte erst gedacht, ich zeige euch das nicht. Aber hier oben steht USK ab 16. Insofern, also für die Leute, die jetzt kein Blut sehen können oder kein Blut sehen wollen, einfach jetzt mal weiter nach vorne gehen. Aber es ist ab 16, steht da. Also alle anderen. Hier geht's richtig zur Sache. Wundert mich, dass das hier so. Also ich bin mega geschockt gewesen, als ich das gesehen habe. Dass das nicht ab 18 ist oder bei uns sogar noch vielleicht verboten wird. Aber es steht ab 16. Restless Dungeon. So, ja, ich glaube, ich habe, also hier Learn Strong Skills, Unlock Many Characters, Defeat Powerful Bosses. Also für die absoluten Psychos unter euch. Und ich weiß, dass wir da ein paar bei uns hier auf dem Kanal haben. Ja, das hier ist, dieses Spiel hier ist Psycho. Restless Dungeon, Roguelike, Hack and Slash. Ab 16. Also jetzt hier keine Beschwerden oder sowas, ne? Dann haben wir hier Ninja Hero, Epic Fighting, a Card Game. Jetzt wird es wieder ein bisschen softer. Das erinnert mich so an die alten Street Fighter Games. So Shinobi oder sowas. Sieht schon cool aus irgendwo. Aber halt wirklich so oldschool-mäßig, ne? Aber mega cool irgendwo. Level up, okay. Limit Break. Alles klar. Das ist cool. Das ist cool. Finde ich sehr cool. Ninja Soul.
Epic Fighting Arcade Game. Ab 6 Jahren. So, dann hätten wir hier Uncharted Tides Port Royal. Auch da gucken wir mal ganz kurz rein. Achso, ich habe hier, glaube ich, hier, wir können uns wenigstens noch mal ein paar Screens angucken. Endless Combo. Excellent Strikes. Hundreds Equipments. Multiple Talents. Various Attributes. Coole Sache. Hier schauen wir mal in das nächste Spiel rein. Uncharted Tides. Hier nochmal ganz kurz. Auch ab 16. Okay. Weil hier gleich so ein Warnhinweis kommt, dass hier Blut und Gewalt. Also kann ich mir jetzt. Da, naja, gut. Ich schalte jetzt mal die Klappe. My journey will not be over until I find the way to rid you of this horrible curse. I am Mary Jane Owens, and I am looking for my father. You're just like your father. Ja, so verrückt, ne? Wenn man sich das überlegt, das ist ja jetzt wirklich hier mehr so ein Puzzlespiel mit einer kleinen Hintergrundstory. Das ist ab 16 und das andere davor auch ab 16. Also, durchstreife die Meere als Mary Jane. Erkunde die Karibik als Jack, ein Dieb mit Herz und was? Mit einem Herz aus Gold. Decke das dunkle Geheimnis des berüchtigten Schiffes auf. Ein magischer Kompass und ein Dietrich lösen jedes Rätsel. Triff auf unzählige kuriose Seebären und Landratten. Ja, das sind diese klassischen Wimmelbildspiele, ne? Mega cool eigentlich. Premium Adventure Collection. Ja, wenn euch sowas auch mal interessiert, unten jetzt verlinkt. Gucken wir mal hier. Dann haben wir jetzt mal für diejenigen, die mal ein bisschen was für ihren Bauch machen wollen. Habe ich jetzt auch gesehen. Habe ich gesagt, komm, nimm mal auch mal mit rein. Randomized App Routines. Also App ist ja der Bauch, ne? Und dann kriegst du wohl jeden Tag irgendwie so ein paar Bauchtrainingsübungen, wenn es euch interessiert. Ich habe es jetzt einfach mal rein. We will kick your abs. But in a nice way. Also, wen es interessiert, jetzt unten verlinkt. So, dann haben wir hier Night Quest. Das hier ist ein, also für die Schachfreunde unter euch, wieder so eine Mischung aus Schach und, ja, keine Ahnung, ein bisschen taktisch angehaucht, weiß ich nicht, ob man es so sagen kann. Hier scheint es eben auch, da ist ein König, da die Damen, mit dem Springer ist man unterwegs. Schwer einzuschätzen jetzt hier. Ja, muss halt zum richtigen Zeitpunkt daneben mit einem Rüssel den Rüsselsprung machen. Ja, wer sich für ein bisschen Schach interessiert, mal auf eine andere Art und Weise. Ja, sind zwei Könige, okay. Unten jetzt verlinkt. Einfach in die Beschreibung gucken. Dann A Girl and a Little Prince. Wir zeigen euch halt wirklich alles querbeet. Na? Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, das können wir gleich überspringen. Aber komm, wir lassen es jetzt einfach mal laufen, aber. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Okay, also das werde ich jetzt nicht unten verlinken. Ich glaube nicht, dass da jemand. Okay. Okay, da bin ich ja jetzt mal voll reingefallen. Ich habe gedacht, das wäre ein englisches Spiel. Oh mein Gott. Sorry for that. Ich lasse es jetzt einfach drin. Also ich werde es jetzt nicht verlinken. Ihr könnt danach suchen. So, Mummy, unser letztes Spiel für heute. Mummy, a Monster. Ja, protect the parents with smart strategies. So, das ist das letzte Spiel, das ich euch heute vorstelle. Hier, Discover and Play with 15 Babies and Toys. Survive 30 Nights of Monster Attacks. Navigate through an easy and fun UI. Know your enemy. Face 12 different monsters in battle. Also kenne deinen Feind. 12 verschiedene Gegner. Also bist du irgendwie im Babyzimmer und irgendwie musst du. Es könnte hier so eine Art Plants vs. Zombies sein, so das aussieht. Nur halt aus einem Babyzimmer heraus, keine Ahnung. Ja. Ja, Leute, wenn euch irgendein Spiel gefallen hat, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas davon bereits spielt und Erfahrungen damit gemacht habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mal bitte ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nächstes Mal wieder ein, wenn ich euch wieder neue Spiele vorstelle für Android. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Danke fürs Zuschauen.